Viele Spieler wissen manchmal nicht, wie sie die Sims 4 konsequent spannend halten sollen. In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht frischen Wind in euer Spiel bekommen könnt. Wenn ihr viel mit euren Sims spielt und im Live-Modus nicht weiterkommt, solltet ihr vielleicht meinen ersten Tipp ausprobieren. Setzt euch ein langfristiges Ziel. Wenn ihr einfach nur so vor euch hinspielt, kann es schnell passieren, dass ihr nicht mehr genau wisst, was ihr denn mit euren Sims überhaupt anfangen sollt. Überlegt euch Dinge, wie vielleicht die Kinder eurer Sims aussehen könnten, in welcher Karriere oder Fähigkeiten eure Sims langfristig aufsteigen sollen oder was für Dinge im Leben eurer Sims so passieren soll. Wenn ihr ein paar interessante Ideen gesammelt habt, versucht diese nicht gleich in den ersten paar Spielstunden zu erfüllen, sondern lasst euch ruhig Zeit dabei. Konzentriert euch hier auf die verschiedenen Sims im Haushalt, sodass ihr jeden Sim immer mal mit neuen Ideen voranbringen könnt und die frisch erstellte Simfrau nicht schon nach 10-mal herumknutschen ihren Traummann geheiratet hat. Mein zweiter und gleichzeitig auch fast wichtigster Tipp ist das Storytelling mit den Sims. Ich persönlich liebe es, mir vorzustellen, was die Sims für Verwandte und Freunde haben, mit wem sie verfeindet sind, was ihnen Spaß macht und was sie vielleicht auch für Geheimnisse haben könnten. Überlegt euch kleine Geschichten mit den Sims, welche ihr im Spiel nachspielen wollt. Ähnlich wie bei einer Doku-Soap passieren ja manchmal auch unvorhersehbare Dinge im Spiel, die ihr dann in eure Geschichte einbauen könnt. An dieser Stelle will ich meinen Kollegen Cyro erwähnen, der auch auf seinem Kanal immer sehr viele Ideen und Geschichten mit seinen Sims nachspielt und dies dann auch in Serienform festhält. Schaut mal in der Beschreibung vorbei. Wenn ihr eure Story mit den Sims nachspielt, macht es natürlich auch Sinn, ab und zu in neue Generationen von Sims zu wechseln, um das Spiel immer spannend zu halten. Weiter ist es wichtig, im Spiel mal Dinge auszuprobieren, die man nicht so oft tut. Wenn eure Sims beste Freunde haben, wäre es doch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn sich diese total zerstreiten. Wenn ihr viel im Baumodus baut, beschäftigt euch mal mit dem Erstellen von Sims oder schaut im Live-Modus vorbei. Vielleicht machen euch die anderen Modi ja ebenfalls viel Spaß. Gibt es Gameplay-Features, die ihr noch nie ausprobiert habt? Nutzt diese. Wenn ihr einfach mal Dinge ausprobiert, die ihr sonst nie im Spiel macht, hilft es extrem dabei, frischen Wind ins Spiel zu bringen und neue Features kennenzulernen. Ich persönlich spiele viel mit Familien, versuche aber auch mal nur mit einem einzelnen Single-Sim oder WGs zu spielen. Eine Oma mit 7 Katzen spielt sich ebenfalls komplett anders als eine Mutter mit 7 Kindern. Auch hier könnt ihr kreativ werden. Mein nächster Tipp dreht sich um das Sammeln im Spiel. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wohl wäre, mit einem Sim alle Fähigkeiten oder Karrieren durchzuspielen und alle Objekte im Spiel zu sammeln? Oder möglichst viele Freund- oder Feindschaften zu schließen? Klickt mal die Objektesammlung im Spiel an und probiert euch daran, alles mit einem Sim oder Haushalt zu schaffen, was man im Spiel machen kann. Das kann teilweise wirklich ewig dauern, macht aber ebenfalls viel Spaß. Womit ihr ebenfalls sehr viel Zeit verbringen könnt, sind Challenges. Viele Spieler in der Community denken sich immer kleinere Aufgaben mit besonderen Regeln aus, die einem manchmal auch stark einschränken. Genau das kann aber das Spiel richtig spannend machen. Vielleicht kennt ihr ja die 100 Baby Challenge, bei der ihr insgesamt 100 Babys auf die Welt bringen müsst, oder ihr baut ein komplettes Haus in nur 10 Minuten. Vielleicht mögt ihr aber auch die 33 Tage Challenge, bei der ihr an jedem Tag eine bestimmte Art von Sim erstellen müsst. Sucht einfach bei Google oder YouTube nach Sims 4 Challenges und schon stoßt ihr auf massig interessante Ideen. Der nächste Tipp, Augen auf beim Packkauf. Es gibt so viele gute, aber auch schlechte Packs für die Sims 4, die manchmal mehr oder weniger Spielspaß bieten. Accessoire-Packs bieten meistens eher weniger Spielspaß, lohnt sich also mehr, wenn ihr euch im Baumodus oder erstelle einen Sim-Modus aufhaltet. Ich bin der Meinung, dass Gameplay-Packs wie Gaumenfreuden, Vampire, Elternfreuden oder auch Reich der Magie den längsten Spielspaß bringen. Bei den Erweiterungen kann man hier Hunde und Katzen, werde berühmt, an die Uni oder auch an die Arbeit positiv erwähnen. Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Hier solltet ihr euch vielleicht einige Reviews von unterschiedlichen Quellen anschauen, bevor ihr euch für ein Pack entscheidet. Wenn ihr Packs aber günstig haben wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier findet ihr diese teilweise auch für die Hälfte weniger. Schaut mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Als nächstes gibt es einen allgemeinen Tipp. Benutzt keine Cheats, die euch im Spiel einen Vorteil bringen. Es gibt nichts Langweiligeres, als wenn ihr mit einem armen Studenten spielt, euch aber direkt eine Million Simoleons cheatet, um sein Haus mit einer vergoldeten Toilette bestücken zu können. Versucht lieber in Karrieren und Fähigkeiten im Spiel selber besser zu werden, anstatt STRG, Shift und C zu drücken. Damit wird das Spiel meiner Meinung nach einfach nur schnell langweilig, versucht darauf so gut es geht zu verzichten. Und mein letzter Tipp für dieses Video, integriert Inhalte aus neuen Packs aber auch in eure Spielwelt. Wenn ihr eine neue Erweiterung installiert habt, achtet wirklich darauf, dass diese Inhalte auch in eurer Spielwelt auf mehreren Grundstücken auffindbar sind. Die Tischtennisplatte bringt wirklich wenig, wenn ihr diese nur auf dem Unicampus verwenden könnt.
Wenn ihr gerne baut, überlegt euch bei jedem größeren Pack, wo ihr die neuen Gameplay-Objekte sinnvoll unterbringen könnt. Wenn ihr aber nicht gerne baut, könnt ihr dafür natürlich auch in der Galerie vorbeischauen. Gibt es einen Punkt, den ich vielleicht in diesem Video gar nicht angesprochen habe? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.